ITER ist ein Déjà-vu. Es sieht so aus, als ob es irgendwie so wäre wie 2008. Brussels Airlines hat sich eine Rüge eingefangen und wir haben einen Deal von JetBlue. Des Weiteren Finnair Plus, das mein Programm, ist um einen Sweet Spot ärmer. Und wir haben natürlich für euch nochmal einen 787-Hinweis mit der Lufthansa, wo, wann und wie ihr das erste Mal damit fliegen könnt für schmales Geld. Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. An dieser Stelle nochmal der Hinweis zur Kanalmitgliedschaft. Ihr habt da einige Vorteile, wir werden die Vorteile auch weiter ausbauen. Aber nichtsdestotrotz unterstützt einfach den Kanal nicht nur durch Abonnieren, nicht nur durch Liken oder aber auch die Glocke anzumachen oder zu kommentieren. ITER, die Neverending Story, und für viele war es wirklich im Laufe der Woche überraschend, für mich auf jeden Fall, dass man bei der ITER sich mit den Freunden von Certares, Delta, KLM, Air France, also dem SkyTeam-Konsortium, bei einem schwächeren Angebot auseinandersetzen muss. Die Regierung hat gesagt, nö, wir haben keinen Bock auf die Lufthansa. Und das Problem ist ganz einfach, dass dieses Angebot vielleicht auch etwas bekömmlicher sein sollte für die Regierung. Das heißt also, man hat da eventuell etwas einfachere Verständnisthemen. Und die Woche für Carsten Spohr war ja tipptopp, ich meine 787. Dann ging es aber auch schon direkt wieder downhill. Heißt also mit den Pilotenstreiks, mit der ITER, und das ist natürlich dann, was man keinem wünscht, wenn einem die Woche so gut beglückt hat. Auf jeden Fall ist diese Hiobsbotschaft eine komplette Breitseite für die Lufthansa und auch ein, ja, etwas, wo man das nicht nachvollziehen kann, weil die Lufthansa ist am italienischen Markt interessiert. Man wird die Frequenzen erhöhen. Ob das jetzt eine trotzige Reaktion ist oder ob es etwas ist, wo man sagt, naja, das ist halt wirklich so. Wir erinnern uns ja an die Lufthansa Italia, die ja mit Pauken und Trompeten verschwunden ist. Und dann logischerweise auch das Thema mit Ryanair. In Italienisch ist Ryanair sehr, sehr stark. Deshalb ist es eventuell vielleicht auch ein Blessing in Disguise, wie man im Englischen sagt, also quasi etwas Positives, weil die Lufthansa so einfach die italienischen Städte weiter anfliegen kann und dann in ihre Raps reinzieht. Für uns als Passagiere vielleicht auch. Warum? Ganz einfach, weil wir damit niedrigere Preise haben. Wir erinnern uns ja, ab Mailand oder auch ab Rom gibt es ja schon einige Deals. Die italienische Regierung ist halt einfach da der Meinung, dass man dem Steuerzahler das anders nicht zumuten kann. Und wir müssen uns einfach mal auch anschauen, dass die ITER oder Alitalia, was es auch immer ist, seit 2017 am Tropf des Steuerzahlers hängt. Das heißt also, wie so ein Patient mit der Kanüle, mit Cash da hängt. Und die Regierung hat halt gesagt, man gibt maximal 400 Millionen Euro und eine Anschubfinanzierung von 1,12 Milliarden, die man zur Überbrückung abrufen kann. Die Treibstoffpreise, aber auch die anderen Zahlen sind natürlich ein Riesenproblem. Warum? Ganz einfach, weil die natürlich damit einen Riesenplatz am Bein haben. Und die Air France KLM, und das ist halt der Vergleich zu 2008, war schon mal ganz nah an der Übernahme dran. Man hatte zwar sie schon an der Alitalia riechen können, wie die Lasagne und die Pizza in der Lounge nicht nur vor sich hin duftet, sondern auch schmeckt. Aber die Regierung hat sich gegen den Deal gewehrt. Schwierige Wörter am frühen Samstagmorgen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass damals die Regierung um Berlusconi, auch keine unschillernde Person, da gesagt hat, nö, da haben wir keinen Bock drauf. Und dann hat Air France KLM gesagt, ach, kein Bock. Das heißt also, vielleicht ist die Lufthansa wieder im Boot, oder aber die Lufthansa sagt jetzt, nö, jetzt haben wir auch keinen Bock mehr und sind auch genervt von dem ganzen Quatsch. Ich glaube einfach, die Zeit wird zeigen, was richtig ist. Die Italiener selber haben ja erkannt, dass sie ohne einen großen Partner nichts werden können.
Wäre ohne einen großen Partner auch nichts geworden, wäre wahrscheinlich, zumindest nicht so wie sie jetzt sind, ist die Brussels Airlines. Die Brussels Airlines wird von vielen Passagieren an deutschen Flughäfen mitgenommen nach Brüssel, um dann vielleicht auch in das Langstreckennetz der Brussels reinzurutschen. Und ich bin selber mit der Brussels auch geflogen. Ich finde sie gar nicht mal so schlecht. Aber die Brussels hat das Problem, was man bei Lufthansa auch überall hat, nämlich die Erreichbarkeit gerade zu Krisen- und Streikzeiten. Und die Probleme, sagt die Verbraucherzentrale, und das sagte der Wolfgang Schulzinski, das ist der Vorsitzende und das ist das Zitat, die Probleme reichen von Dauerwarteschleifen der Telefonhotline bis zu eindeutigen Verstößen gegen gesetzliche Vorgaben zur Kontaktaufnahme. Zitat Ende. Was ist das Problem? So wie bei vielen Fluggesellschaften, auch Iberia, glaube ich, ist das so, sucht man bei der Brussels vergeblich nach einer E-Mail-Adresse. Und natürlich müssen Fluggesellschaften eine schnelle Kommunikation ermöglichen. Ich selber hatte jetzt den Fall, und ich hatte das komplett auch vergessen, ich habe der Lufthansa, ich glaube, das war im Januar oder im Februar, hatte ich eine E-Mail geschrieben, habe gesagt, hör zu, Freunde, ihr habt mich umgebucht, das kann gar nicht sein. Das ist ein Problem und ich musste dadurch Hotelkosten verauslagen, die hätte ich gern erstattet und ich habe es ehrlich vergessen und dann kam letzte Woche eine E-Mail, ja, also wenn Sie uns eine Bankverbindung geben, dann überweisen wir das. Hatte ich zwar in der ursprünglichen E-Mail schon reingeschrieben, aber ich meine mal gut, man kann ja mal nachfragen und das ist ja auch eine dieser Taktiken von Luftfahrtgesellschaften, Geld zu sparen, dass die Leute dann sagen, überantworte ich nicht oder ist dann Spam oder sonst was. Ich weiß nicht, inwieweit dieser Fall vielleicht sogar eine Kulanzgeschichte ist. Das heißt also, dass ich mich da nicht aufregen sollte, weil es in der EU-Regelung, in der EU-Kompensation 261 2004 so eine kleine Lücke gibt. Wenn ich das richtig im Kopf habe, bin da kein Anwalt. Aber aus Erfahrung ist das so, wenn ein Flug vorverlegt wird, dann brauchen die nicht für Hotelaufkommen und so weiter. Bei mir ist der Flug vorverlegt worden und ich hatte dann eine Nacht mehr in Frankfurt am Flughafen, habe diese dann erstattet bekommen. Also insofern nicht rumheulen, aber man merkt halt an der Kommunikation, dass das halt nicht so eine ehrliche Geschichte ist. Man könnte es einfach direkt machen, ohne dass man da großartig was macht. Aber ihr seht, Brussels Airlines ist nicht unbedingt ein Einzelfall, denn die Verbraucherzentrale ist auch gegen mehrere Fluggesellschaften vorgegangen, auch gegen die Condor und die Iberia, die ich eben schon erwähnte, weil sie die Kunden zur Anmeldung von Ansprüchen nach der Fluggastrechteverordnung einfach auf ein Kontaktformular verweisen, was natürlich der größte Quatsch ist. Und Schulzinskis Zitat in dem Fall ist, Fluggesellschaften dürfen Kontaktwege nicht willkürlich einschränken, sondern müssen die Ansprüche der Reisenden bearbeiten, egal ob diese per Post, per Mail oder über ein Kontaktformular reinkommen. Ganz wichtig ist einfach, dass wir natürlich fair zu den Fluggesellschaften sind, aber die auch fair zu uns sind. Also insofern, ich hoffe, dass es da eine Verbesserung gibt. Ihr könnt ja auch unten in der Kommentarspalte berichten, was ihr für Erfahrungen gemacht habt mit Fluggesellschaften, inwieweit ihr das Gefühl habt, die waren fair zu euch oder die haben euch versucht zu betuppen. Ich habe zum Beispiel in der Finnair-Gruppe gestern eine kleine Battle gehabt, wo die Leute gesagt haben, ja, die buchen mich nicht um auf die nächste verfügbare Verbindung von einem Wettbewerber, sondern direkt auf die eigene nur und tun so, als ob die anderen gar nicht verfügbar wären. Was natürlich falsch ist. Aber die Leute, wenn die halt einfach sagen, mir ist das ja egal, die haben ja dann ein Hotel bezahlt, dann tue ich mich damit echt schwer, weil damit werden halt Rechte einfach beschnitten. Und ich glaube, dass Fluggesellschaften erst dann lernen, wenn sie Schmerzen haben und Schmerzen für die sind Geld. Für uns ist Geld auch immer ein Schmerzpunkt, deshalb gucken wir auch ganz einfach immer drauf, wo wir Geld sparen können oder wo wir einfach Erlebnisse haben, die vielleicht für Geld nicht immer zu kaufen sind, die man einmal nur haben kann in seinem Leben. Und da ist dann so ein Flug mit der 787 von Lufthansa, dem Dreamliner. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich das Tamtam um die Maschine nicht so ganz verstehe, weil Lufthansa ja so tut, als ob das jetzt die erste Maschine wäre, die weltweit irgendwo, und ihr wisst schon, aber ihr seid auch positiv und hat Guido zum Beispiel gesagt, nee, ich fand das ganz toll. Wenn das euch gefällt, warum nicht? Dann fliegt doch mit dem Flieger. Die ersten Flüge gehen von Frankfurt aus nach München. Und damit ist es halt wirklich so, dass man halt die Flugzeuge auch leicht erkennen kann am Sitzplan in der Business Class. 121 ist der Plan. Es gibt noch wenige Sitze auf dem Erstflug.
Aber im Prinzip ist es so, dass die Flüge ab Frankfurt als LH96 um 8.15 Uhr, als LH106 um 13.15 Uhr und um 17.15 Uhr als LH114 rausgehen. Die LH101 ist um 10 Uhr ab München nach Frankfurt, die 111 um 15 Uhr. Und dann, wer den letzten Umlauf erreichen will, wäre die LH119 ab 19 Uhr. Jetzt ganz wichtig an dieser Stelle ist natürlich wie immer zu erwähnen, was es kostet. Also 139 Euro habe ich gesehen als Preise, zum Beispiel in der Business, also in der First Class für einen Ritter. Also nein, Economy Class. Ganz, ganz aufgeregt. Also 139 Euro als Return-Ticket in der Economy Class in der 787. Nur denkt daran natürlich bei solchen Flügen, dass dieses Flugzeugmodell nicht garantiert ist. Also es kann immer mal was passieren, es kann was kaputt gehen, es kann immer mal so sein, dass das Flugzeug eventuell auch anders eingesetzt wird, zumal man ja nicht so viele wirklich hat in der Flotte. Freut ihr euch auf die 787? Bucht ihr den Flug? Lasst es mich wissen. Finnair hatte ich eben erwähnt und Finnair hat immer einen Sweet Spot Betonung auf gehabt. Dieser Sweet Spot war Dubai, weil Dubai war irgendwie so Rest of Europe, genauso wie Tel Aviv. Aber seit dem 1. September und ohne Vorwarnung, ohne Vorankündigung hat der Finne uns enttäuscht. Und zwar ganz einfach deshalb, weil man jetzt im Finnair Plus Programm das Programm, was diesen Sweet Spot hatte, und ich hatte eigentlich überlegt, ich will diesen Sweet Spot nutzen, weggenommen. Ja, ganz genau. Heißt also, man hat jetzt die Punkte nach Dubai natürlich, wenn man hinfliegt, erhöht. Das heißt also, man kriegt ja natürlich auch mehr Punkte, aber auch mehr Punkte, die man zahlen muss. Deshalb sind Flüge im Business Flex von Europa nach Dubai übrigens genauso teuer wie nach Nordamerika. 20.000 als Business Flex, das ist doch, als Earning, 20.000 Punkte, ist also genau gleich. 16.000 in der Classic, 12.000 in der Business Light. Jetzt gehen wir hin, was die ganze Bude kostet. Jetzt kostet die nämlich 45.000 in der One-Way-Variante, 90.000 als Return-Ticket, auch in der Economy-Class. In der Premium-Economy als One-Way 60.000, als Return natürlich die doppelten 120.000 oder 80.000 respektive 160.000 der Business Class als Return. Und jetzt kommt der Knacker. Diese 80.000 sind eigentlich genauso viel wie nach Los Angeles. Der Flug nach Los Angeles dauert aber wesentlich länger. Also man kriegt weniger Bang for the Buck, kriegt aber mehr Bang for the Buck, wenn man Flüge kauft. Ich hätte es fair empfunden, dass man es natürlich bei der Finnair hätte sagen können. Und logisch, dass so ein Sweet Spot auch irgendwann mal weggeht. Aber zur Erklärung muss man natürlich jetzt auch die ganze Wahrheit bringen. Finnair hatte eine Kooperation mit Qatar Airways. Das heißt also, man fliegt von Helsinki, von Kopenhagen, aber auch von Stockholm nach Doha. Und man hätte da jetzt keinen Sweet Spot draus bauen können, nach Doha zusätzlich. Deshalb muss man der Ehrlichkeit halber sagen, es macht durchaus Sinn. Wer also in den Mittleren Osten noch günstig kommen möchte oder in den Nahen Osten, wobei ich ja mittlerweile gelernt habe, es gibt im Deutschen den Mittleren Osten nicht, weil alles da in dem Bereich Naher Osten ist. Sagen wir einfach Middle East, im Englischen ist es dann der Mittlere Osten. Dann ist es einfach so, dass ihr nach Tel Aviv fliegen könnt, noch zu den verminderten Werten. Wer nach Nordamerika hingeflogen ist, muss ja auch irgendwann mal zurückkommen. Und heute habe ich natürlich hier wieder euch ein Diesel-Deal mitgebracht von JetBlue in der Mint. Ganz genau. Das ist JetBlue in der Buchungsklasse I für 2.200 Dollar ungefähr. Flüge, die man rausnehmen muss aus USA, von Boston aus, sind montags, dienstags, mittwochs, donnerstags und freitags. Rein kann man natürlich am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Sonntag. Wichtig ist, 120 Tage vor Abflug muss gebucht werden. Minimumaufenthalt sind 7 Tage, 12 Monate maximal. Keine Stopover erlaubt und vor allem wichtig, nicht refundierbares Ticket. Wichtig, man kann natürlich Änderungen vornehmen, aber es kann dann Preisveränderungen geben. JetBlue ist jetzt vom Programm her leider nicht so ein großer Meilenburner und Bringer. Bei JetBlue selber können wir ja die Meilen selber sehr gut ausrechnen. Das sind pro
Umsatzdollar bei der JetBlue sind es 5 Meilen. Also das heißt, ihr würdet dann halt bei 2.000 würdet 10.000 Punkte kriegen. Bei American Airlines idem, dasselbige. Und dann sagt man noch hier bei Where to Credit Hawaii Airlines, Singapur und South Africa würde 1.142 Punkte geben. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV Takeoff bei der Samstagsausgabe. Danke, dass ihr mich bei den Live-Sendungen unterstützt. Und natürlich danke, wenn ihr den Kanal abonniert, die Glocke anmacht, ein Like da lasst und ganz, ganz wichtig unten kommentiert. Also bis morgen in Alter, eine Frische und vielleicht machen wir ein Lufthansa-Update. Also bis dann, ciao.